Es ist Dienstag, der 22. Oktober 2019. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal. Folgende Themen haben wir heute in der Sendung. Achtung, 8.000-Euro-Job zu vergeben. Die Stadt Brandenburg an der Havel sucht einen Bürgermeister. Angeschaut, Unternehmensbesichtigung bei Wirtwein. Bundestagsabgeordnete besuchen Standorte in Brandenburg an der Havel und Nauen. Und Ahead of Struwwelpeter, die neue Produktion am Brandenburger Theater. Erste Eindrücke gab es jetzt beim Theaterfrühstück. Ja, meine Damen und Herren, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom SKB-Journal. Seit der Oberbürgermeisterwahl im Februar 2018 ist Steffen Scheller von der CDU bekanntlich der Stadtchef. Er bekleidete vorher den Posten des Bürgermeisters, der seitdem nicht mehr besetzt wurde. Doch dies soll sich nun ändern. Im Hauptausschuss am Montagabend gab Oberbürgermeister Steffen Scheller bekannt, dass er nun einen Vertreter sucht. Eine Stellenausschreibung als Bürgermeister von Brandenburg an der Havel soll noch an diesem Wochenende veröffentlicht werden. Dem neuen Beigeordneten werden dann die Fachbereiche Stadtplanung sowie Bauen und Umwelt zugeordnet. Außerdem fungiert dieser dann als offizielle Vertretung des Oberbürgermeisters. Bewerben als Bürgermeister kann sich jeder mit einem Studium in vorzugsweise Stadtplanung, Regionalplanung, Architektur oder Bauingenieurwesen. Zudem wird vom neuen Bürgermeister Führungsstärke erwartet, da er immerhin rund 150 Mitarbeiter in den Fachbereichen zu leiten haben wird. Dies wird mit gut 8.000 Euro monatlich entlohnt. Bis zum 22. November können Bewerbungen bei der Stadt eingereicht werden. Die Amtszeit beträgt dann 8 Jahre. Die Firma Wirtwein existiert nun schon seit 70 Jahren, das Werk in Kirchmöser bereits seit mehr als 20 Jahren. Innovative Produktionsweisen und moderne Technik sicherten das Werk in der Region. Grund genug für Bundestagsabgeordnete Dietlen Thiemann und für den Bundestagsabgeordneten Alois Gehrig, sich die Produktionsstätten einmal anzuschauen. Bei ihrem Besuch in der Firma Wirtwein in Kirchmöser gab es für die Abgeordneten zuerst die neueste Errungenschaft zu sehen. Der Vermessungsroboter analysiert die Kunststoffteile vollautomatisch. Beim Abtasten durch den Fühler, die kleine Metallspitze, wird das Werkstück ausgemessen. Größte Schwierigkeit dabei ist die Messgenauigkeit. Die meisten Firmen benötigen Messungen auf 1/1000stel Genauigkeit. Schwierigkeiten gab es auch damals bei der Eröffnung des Werkes, denn die Firma Wirtwein war nicht allein. Es sollten 3 verschiedene Firmen wollten hier anfangen. Das war damals ThyssenKrupp. Das war die Firma Foslo und wir. Und übrig geblieben ist nur die Firma Wirtwein, die 1991 das Werk hier aufgebaut hat. In den Produktionsräumen in Kirchmöser wurde den beiden Bundestagsabgeordneten ein Eindruck über die verschiedensten Produktionsschritte gegeben. Alois Gehrig ist Mitglied im Bundesfachausschuss Landwirtschaft und ländlicher Raum der CDU Deutschland. Die Firma Wirtwein kennt er aus seinem Wahlkreis aus Baden-Württemberg. Und auch für den Standort Kirchmöser sieht er eine gute Zukunft. Ja, dass hier ein sehr innovatives Unternehmen ist mit modernster Technik, die weltweit verfügbar ist, haben wir hier eine Produktionstechnik gesehen und mir ist es um die Zukunft gar nicht bange. Ich habe die Kollegin Thiemann hier dabei und der Oberbürgermeister ist hier und die sind auch sehr zuversichtlich, dass es hier an diesem Standort in Brandenburg für die Firma Wirtwein eine gute Zukunft hat. Abschluss des Besuchs war die letzte Baumaßnahme der Firma. Der alte Bunker auf dem Hof wurde ausgebaut, um hier in Zukunft bessere Lagermöglichkeiten zu haben. Nach ihrem Besuch in Kirchmöser ging es für die Abgeordneten und die Wirtweins nach Nauen in die dortige Produktionsstätte. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Oh, 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 oh
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Burgess, Grenzer und Schade beehren das Brandenburger Theater mit einem einmaligen Gastspielkonzert jenseits schillernder Welten. Intensive musikalische Interpretationen. Die Stücke bewegen sich zwischen Tango und Blues, zwischen Pop und Jazz, zwischen Klassik und Avantgarde. Erleben Sie eine klassische Sängerin und Pianistin, Katharina Burgess. Einen Schriftsteller und Rockpoeten, Thorsten Grenzer. Auf der Höhe der Welle, am Puls der Zeit, in der schillernden Welt, mit einem farbigen Kleid. Und einen Klangvirtuosen namens Göran Schade. Schillernder Welten zeigen sich die Künstler ungeschminkt, werden verletzbar und zeigen dadurch ihre Stärke. Es sind Geschichten von zwischenmenschlichen Beziehungen und von gesellschaftlichem Geschehen. Erzählt wird mal melancholisch, mal zornig, mal nachdenklich. Mit eindringlichem Klavierspiel, intensivem Schlagwerk, besänftigenden Sounds laden die Künstler zu einer Reise durch die Nacht ein. Mit sowohl klassischem als auch modernem Gesang. Am Samstag, den 2. November auf der Studiobühne des Brandenburger Theaters. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten wie immer an der Theaterkasse oder telefonisch unter 033 81 511 111. Das Brandenburger Theater hat erst kürzlich mit der Eigenproduktion Mein Freund Bunbury ein großes Publikum erreicht. Die nächste Musiktheaterproduktion steht bereits an und auch hier ist die Hoffnung groß, viele Brandenburgerinnen und Brandenburger für das Theater begeistern zu können. Wer aufgrund des Titels an einen Kinderbuchklassiker dachte, dem wurde sicher bei der kleinen Kostprobe beim Theaterfrühstück klar: Nein, A Head of Struwwelpeter ist kein reines Kindertheater. Die Produktion, die am 30. Oktober am Brandenburger Theater zur Uraufführung kommt, ist eine Oper. Countertenor Nikolas Zielenski gab am Sonntag bereits eine kleine Kostprobe seines Könns und auch davon, was der Besucher erwarten kann. Ein Musiktheater mit viel Gesang und auch sehr modernen Kostümen, wie dieses Foto bereits erahnen lässt. Die Geschichte selbst soll zwar Elemente aus dem Kinderbuch beinhalten, doch mit dem Struwwelpeter, wie wir ihn kennen, hat es dann eher weniger zu tun. Es ist eigentlich im Prinzip eine ernste Geschichte, eben ein Flüchtlingsjunge, Peter, weil er so wahnsinnige Haare hat, die er sich nicht schneiden lassen will. Deswegen wird er von dem Arzt Struwwelpeter genannt, mit Spitznamen. Er kommt eben in eine westliche Wohlstandsfamilie. Und verändert die dann. Das ist im Prinzip eigentlich ein politischer Stoff, aber mit quasi, ich überspitze jetzt, mit populären Mitteln. Das ist eine Farce, der Text von Almin, der auf Englisch ist, aber selbstverständlich übertitelt werden wird auf Deutsch, sodass jeder den mitbekommen kann. Er wird auch im Programm auf Englisch nochmal abgedruckt sein, das heißt, man könnte ihn auch nochmal nachlesen. Dass das Stück vorwiegend auf Englisch ist, liegt sicher auch an der internationalen Kooperation. Denn nicht nur das Brandenburger Theater ist hier involviert, vor allem das Ensemble Quillo und die Northern Ireland Opera Belfast haben großen Anteil an der Entstehung von A Head of Struwwelpeter.
Die Initialzündung kam vom bekannten Komponisten David Robert Coleman, der am Klavier ein Stück seiner Komposition vortrug. Für Kinder vielleicht etwas schwere Kost, doch laut Projektleiterin Ursula Weiler noch kein Grund, den Nachwuchs zu Hause zu lassen. Wenn es meine Kinder wären, würde ich sie mitnehmen, aber ich würde nicht als Kindergärtnerin jetzt eine große Truppe Kindergartenkinder motivieren, hier reinzukommen. Also wenn sie 1:1 ihr Kind mitnehmen und das in der Art und Weise interpretieren und übersetzen, aber das würde man, glaube ich, in der Zauberflöte oder in der Dreigroschenoper auch nicht machen. Also es ist nicht explizit oder es ist überhaupt nicht eine Kinderoper, wie eigentlich unser Hans im Glück viel eher war, aber ich glaube nicht, dass es verstört. Wie Ahead of Struwwelpeter beim Brandenburger Publikum ankommt, wird sich zeigen. Zwei Vorstellungen sind in der Hafenstadt geplant, bevor es gemeinsam mit den Brandenburger Symphonikern weitergeht nach Frankfurt-Oder und Schwedt. Weitere Informationen und Spieltermine gibt es online unter www.brandenburgertheater.de. Der Blick auf den SKB-3-Tagestrend wird heute eher kurz, denn das Wetter wird in den nächsten Tagen sehr ähnlich. Es wird heiter mit einem schönen Sonne-Wolken-Mix. Am Freitag ist es meist wolkig und auch die Temperaturen liegen dicht beieinander. Mittwoch 17 Grad, Donnerstag und Freitag 18 Grad. Ja, liebe Zuschauer, das war's aus der SKB-Redaktion für den Dienstag. Es folgt der zweite Teil vom SKB-Talk-Redaktionsbesuch. Mein Kollege Gerd Glaser im Gespräch mit Dietlinde Bettina Peters, Richterin am Amtsgericht Brandenburg. Ich wünsche gute Unterhaltung und verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit der Arbeitsrichterin Dietlinde Bettina Peters. Das Weisungsrecht der Arbeitgeber ist unser Thema und das wollen wir anhand von Beispielen hier erzählen. Auch Geschichten, die aus Ihrem Arbeitsleben, aus Ihrer Praxis stammen. Und da haben Sie ja eine richtige Love Story der ganz besonderen Art, Frau Peters. Da hatte ich einen wunderschönen Fall damals in Königs Wusterhausen gehabt. Da hat sich ein Arbeitnehmer in die Ehefrau des Arbeitgebers verliebt. Die Ehefrau des Arbeitgebers. In die Ehefrau des Arbeitgebers. Seines Chefs. Des Chefs sozusagen, ja. Also grandios, der ja. Das war eine Konditorei, waren vielleicht 11 Leute insgesamt beschäftigt. Also der Arbeitnehmer und der Chef also hat auch richtig vor Ort mitgearbeitet. Die Ehefrau hat nicht mitgearbeitet. Und dann wurde sie in Flagranti erwischt. Aber sie war gar nicht im Unternehmen, die Ehefrau? Nein, die war nicht im Unternehmen tätig. Die haben sich wie auch immer kennengelernt. Ne? Bei der Weihnachtsfeier wahrscheinlich. Das weiß man nicht. Okay. Vielleicht bei der Weihnachtsfeier, ganz genau. Und dann wurden sie in Flagranti außerhalb der Arbeitszeit erwischt. Da hat der Arbeitgeber gesagt, Finger weg von meiner Ehefrau, sonst fliegst du. Finger weg von meiner Ehefrau, darf er sagen, das ist der Nebenbuhler, der nicht gerne möchte, dass die Ehefrau sozusagen fremd geht. Aber sonst fliegst du, hat ja eine Beziehung zum Arbeitsverhältnis. Ja, klar. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, darf so eine Anordnung erfolgen? Ich denke, nein, dass sie nicht erfolgen darf, weil hier geht es ums Privatleben, ums allgemeine Persönlichkeitsrecht. Da darf der Arbeitgeber nicht anweisen, welche Liebesbeziehung man in seinem Leben einfach eingeht. Dass die eigene Ehefrau ist, ist natürlich sehr ärgerlich. Es folgte in meinem Verfahren dann eine Kündigung. Das ging dann auch vor das Arbeitsgericht, damals Gerichtstag Königs Wusterhausen. Mhm. Und der Arbeitgeber war im Gerichtssaal anwesend. Wer fehlte, war der Arbeitnehmer. Ich habe den Anwalt gefragt, wo der Arbeitnehmer ist. Er konnte sich auch nicht erklären, warum er nicht zur Gerichtsverhandlung gekommen ist. Er wird sicherlich noch mal die Gunst der Stunde genutzt haben, wusste, dass der Arbeitgeber im Gerichtssaal ist, vielleicht noch mal mit der Ehefrau ein nettes Schäferstündchen verbracht hat. Und wie ist das dann ausgegangen? Sie haben sich verglichen, wie so häufig in arbeitsrechtlichen Verfahren es üblich ist. Der Arbeitnehmer hat eingesehen, dass das Arbeitsverhältnis nicht, also emotional nicht fortgesetzt werden kann.
und man hat sich dann darauf geeinigt, dass eine Abfindung gezahlt worden ist. Aber die Ehefrau war weg oder was vom Chef, die ist zum Arbeitnehmer übergewechselt oder? Das wäre auch eine Überlegung gewesen, was man noch hätte mitregeln können, aber die Ehefrau war weder im Gerichtssaal, dass man das also wie konnte. Das dann persönlich weitergegangen ist, das wir sind nur für Arbeitsverhältnisse. Hat sie ja dann nicht mehr so zu interessieren, aber nicht fürs Familienrecht als Journalist hätte mich das natürlich dann brennend interessiert, sagen wir es mal so, wie das dann weitergegangen wäre, das wäre dann sozusagen unsere Story gewesen, die Fortentwicklung der ganzen Geschichte, weil sowas, allgemein so Liebesbeziehungen, da kann der Chef aber gar nichts machen, oder das muss er ja auch tolerieren, wenn jetzt, was weiß ich. Es gibt die sogenannte Flirtentscheidung. Flirtentscheidung in der Rechtsprechung, wo ausdrücklich gesagt worden ist, da hat ein Unternehmen versucht, das zu verbieten, auch dass bestimmte Leute in ihrer Freizeit zusammen essen gehen oder mal zu Kirmes oder sonst Aktivitäten machen. Und da hat das Gericht gesagt, nein, das darf nicht verboten werden. Das ist allgemeine Persönlichkeitsrecht. Finger weg für die Arbeitgeberseite. Okay, man kennt ja diese weltberühmten Praktikantinnenfälle nicht erst seit Monika Lewinsky und Bill Clinton. Darf denn überhaupt ein Chef mit einer Praktikantin essen gehen abends oder ist das zulässig oder wäre das schon wieder eigentlich nicht? Also rein arbeitsrechtlich betrachtet. Ja, jetzt, rein arbeitsrechtlich betrachtet darf er natürlich auch mit ihr essen gehen. Das ist nicht verboten. Liebesbeziehungen natürlich auszuleben während der Arbeitszeit. Mit einer Praktikantin? Das darf natürlich verboten werden. Das ist vollkommen klar. Weil das dann ist der Chef dran. Nee, unabhängig jetzt davon, ob es eine Praktikantin ist, generell. Also während der Arbeitszeit soll gearbeitet werden und nicht geflirtet oder sonst wie. Was auch immer getan wird. Was auch immer, ja. Ja, ein Thema, was natürlich man auch im Arbeitsleben immer wieder hat und was natürlich auch viele Arbeitnehmer betrifft, ist, man wird ja auch mal krank. Mhm. Das wird natürlich von den Chefs nicht so gerne gesehen. Ist ja logisch, weil im Moment muss alles wieder umorganisiert und umstrukturiert werden. Wenn Leute fehlen, kann man eigentlich ständig immer krank machen oder ohne, dass der Chef da was unternehmen kann? Oder wie sieht das denn überhaupt aus? Weil das ist ja auch eine komplizierte Geschichte. Genau, es geht um die sogenannte Arbeitsunfähigkeit, krank zu sein. So heißt das ja auch, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja. Ganz genau, arbeitsunfähig krank. Das bescheinigt der Arzt, das ist also ein ärztliches Problem, ob jemand noch in der Lage ist, die Arbeit zu verrichten oder auch nicht zu verrichten. Nichtsdestotrotz gibt es auch Fälle, wo Chefs einfach sich Gedanken darüber machen, ob der Arbeitnehmer wirklich krank ist. Er hat immer die Möglichkeit, den medizinischen Dienst einzuschalten bei den Krankenkassen. Wie funktioniert der? Oder wie geht da das müsste man dann einfach anrufen bei der Krankenkasse. Die haben dann, das kann der Arbeitnehmer machen. Kann er machen und sagen, er hätte Zweifel daran, ob derjenige auch wirklich krank ist. Und die würden ihn dann zu einer Untersuchung vorladen, um zu überprüfen, ob er tatsächlich erkrankt ist. Weil man wirft den Ärzten heutzutage vor, dass die teilweise gar nicht richtig gucken, sondern die einfach die Dinger blanko unterschreiben oder so. Man kennt das ja auch aus vielen Reportagen mit versteckter Kamera und so weiter und so fort. Diese Geschichten, wo ja Gesunde sich getarnt hatten und die Ärzte dann trotzdem die Unfähigkeitsbescheinigung geschrieben haben. Es ist auch im Rahmen des Weisungsrechts möglich, dass der Arbeitgeber nicht erst nach dem dritten Tag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sich vorlegen lässt, sondern anordnet, dass ab dem ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen ist. Das kann er machen, ohne Gründe dafür anzugeben. Also wenn es grummelt in der Magengegend und der Chef sagt, ich denke, der ist gar nicht wirklich krank, besteht die Möglichkeit, diese Weisung zu erteilen. Und der Arbeitnehmer hat sich auch dran zu halten. So ist es ausdrücklich im Gesetz geregelt. Okay, dann gibt es ja auch noch sowas wie, wenn jemand also ständig krank ist, also es kommt also unentwegt vor, dass man mal nachcheckt, ob der überhaupt für diese Arbeit letztlich in der Lage ist, die auszuüben. Genau, wenn bestimmte Anhaltspunkte gegeben sind, aus denen sich entnehmen lässt, dass er vielleicht gar nicht mehr geeignet ist für die Arbeit oder sehr lange und sehr häufig krank ist, besteht die Möglichkeit, ihn sozusagen gegenüber ihm anzuordnen, dass es zu einer Eignungsuntersuchung, so heißt das, geht. Dass ein Arbeitsmediziner wird dann Arbeitsmediziner wäre da vorrangig eigentlich der entsprechende Arzt, der das das überprüfen könnte. Und dazu ist man dann aufgrund seiner Treuepflicht als Arbeitnehmer auch verpflichtet hinzugehen, wenn bestimmte Anhaltspunkte einfach gegeben sind.
liegt beispielsweise auch in dem Fall vor, wenn ein Arbeitnehmer ankommt und einen Attest vom Hausarzt hat, wo drauf steht, dass er nicht mehr schwer arbeiten kann. Da weiß der Arbeitgeber ja gar nicht, was damit gemeint ist mit der schweren Arbeit. Auch in diesem Fall besteht die Möglichkeit, dass angeordnet wird, dass der Arbeitnehmer dann zu einem Arbeitsmediziner geht. Es ist ja manchmal auch noch ganz interessant, das Thema Nebentätigkeiten. Ich meine jetzt nicht nur mit Nebentätigkeiten, die vielleicht ähnlich organisiert oder strukturiert wie der Beruf sind, sondern ich habe da auch von Fällen schon gehört oder die auch selbst als Journalist erlebt, dass eine Mitarbeiterin aus dem Büro oder aus einer Zahnarztpraxis oder eine Rechtsanwaltsgehilfin, die hat abends gestrippt oder hat Nacktfotos gemacht. Und dann ist natürlich der Arbeitgeber aus allen Wolken gefallen, hat gesagt, das geht nicht, ich kündige dir, das möchte ich nicht haben in Verbindung mit meinem Unternehmen oder meiner Kanzlei oder meiner Praxis. Da hat es ja viele Fälle gegeben. Ist denn sowas überhaupt zulässig? Kann man das dann auch unabhängig davon, ob die überhaupt genehmigt ist? Aber diese kann man das untersagen oder dann auch eine Kündigung aussprechen in solchen Fällen? Also grundsätzlich ist es erlaubt, Nebentätigkeiten auszuüben. Ja. Viele Arbeitgeber denken, es ist eher der Arbeitgeber darf bestimmen, ob Nebentätigkeiten ausgeübt werden dürfen. Das ist falsch. Es gibt eine Berufsfreiheit, die im Grundgesetz auch abgesichert ist. Grundsätzlich sind Nebentätigkeiten erlaubt. Davon gibt es natürlich wiederum Ausnahmen. Eine Ausnahme wäre, bei der Konkurrenz zu arbeiten. Das erlaubt sich per se nicht, dass man dort einfach tätig ist. Und Ihren Fall jetzt angesprochen bedeutet, dass sie bestimmte Tätigkeiten ausübt, die vielleicht nachteilig auch für das Unternehmen sein könnte. Da wird halt drüber gesprochen, ne? Dem seine Mitarbeiterin da, die war nackt in der Zeitung oder im Internet oder was weiß ich, oder macht da Webcam oder wie auch immer. Sowas, hängt ja natürlich von der eigentlichen Tätigkeit ab, ja, die sie sonst ausübt. Das ist natürlich eine entscheidende Punkt. Was ganz anderes, was Seriöses, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Gut, also wenn sie schon seriös und ja, Sie wissen, was ich meine jetzt. Unterscheidet, denke ich, dass es für das Renommee des Unternehmens schon wichtig ist, dass die Mitarbeiter nicht bestimmte Tätigkeiten haben. Also das könnte man in dem Fall dann auch untersagen. Das könnte man untersagen, das ist zulässig, das wäre erlaubt. Das, also wenn das wirklich mit der Branche doch sehr differiert, was jetzt das Ansehen, sagen wir mal so. Genau, das Ansehen muss ich in Mitleidenschaft in diesem Fall haben. Ja. Ja, ein Thema ist natürlich auch, Frau Pielitz, das Miteinander im Büro, wie sich die Kollegen untereinander vertragen. Da gibt es ja auch einiges, dass der eine den anderen nicht mag. Dann gibt es Klickenbildungen, Gruppenbildungen, Flurfunk und was weiß ich, wie man das alles nennt. Und Mobbing, und das kommt dann auch noch alles mit da rein. Grundsätzlich, glaube ich, müssen sich Arbeitnehmer schon vertragen, oder? Sonst kann der Chef auch eingreifen. Ja, es gibt einen wunderschönen Fall zu dieser Problematik, inwieweit sich Mitarbeiter untereinander verstehen. Da geht es um einen Küchenhersteller, der sich mit seinen Kollegen nicht zugute versteht. Also er fühlt sich häufig nicht verstanden von ihnen. Und er kommt dann auf die geniale Idee, mal einen sogenannten Büroroman zu schreiben. Also er schreibt über sein eigenes Arbeitsverhältnis einfach und was die Kollegen einfach so machen. Die Kollegen kommen da in dem Roman nicht gut weg. Ja? Das kann ich mir dann vorstellen, sonst wäre das gar nicht geschrieben. Korruption wird ihnen unterstellt, oh, ja, dass sie sowas machen. Buckeln nach oben und nach unten wird getreten. Ja? Also es wird ziemlich über die Kollegen einfach hergezogen. Auch unseriöse Sachen wird ihnen angedichtet, wo irgendein Verhältnis ist, was in Wirklichkeit gar nicht gewesen ist. Oh. Die Frage ist, ist es erlaubt, so einen Büroroman zu schreiben? Auch da haben die Gerichte sich Gedanken drüber gemacht und haben in diesem Fall erlaubt, diesen Roman zu schreiben, weil es wirklich ein Roman gewesen ist, ein fantasievoller, fantasievolle Geschichte ist. Getarnt als Roman, ja. Ist dargestellt worden. Und soweit Fantasie im Spiel ist, ist es zulässig. Es darf keine Dokumentation sein. Also die Kollegen konnten sich anhand der Romanfiguren nicht selbst wiedererkennen. Man konnte sie nicht zuordnen. Und von daher ist es erlaubt, einen Roman zu schreiben. Anders sieht es aus bei einer Wertpapierhändlerin, die auch mal so richtig abrechnen wollte mit ihren Kollegen und eine sogenannte Dokumentation geschrieben hat. Sie hat nur die Nachnamen verändert, die Vornamen gelassen. Und genau, haargenau sind ihre Kollegen beschrieben.
das ist natürlich nicht zulässig, sowas über die Kollegen zu schreiben. Also da muss man dann schon aufpassen, solange man da noch arbeitet, sage ich mal. Dass es einen nicht erwischt. Ja, man soll sich ja auch vertragen und im Endeffekt sind das ja nun auch alles Geschichten, die wir jetzt hier heute hier erörtert haben, die dazu beitragen sollen, dass man sich vielleicht gegenseitig verträgt. Das ist ja auch Ihr Beruf. Sie müssen ja da auch immer ausgleichend wirken und sich die unterschiedlichen Vorstellungen anhören. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Frau Peters, dass Sie heute bei uns hier im Studio waren. Das war höchst interessant und ich glaube, dass unsere Zuschauer da auch sehr viel mitgenommen haben und ich glaube auch, sich teilweise an ihr eigenes Arbeitsleben erinnern und darüber sicherlich auch noch weiter reden werden, was bei uns alles so passiert ist. Das haben die auch angesprochen und das ist, glaube ich, das, was wir ja auch heute wollten hier. Und ich darf nochmal Danke sagen, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, das war Dietlinde Bettina Peters, Arbeitsrichterin aus Brandenburg. Sie hat das Buch Weisungsrecht der Arbeitgeber geschrieben und wir haben darüber gesprochen und hatten einige spektakuläre Fälle. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch. Tschüss.